TV, unser aktueller Beitrag. Im Pennymarkt, da bin ich wer. Im Pennymarkt, da bin ich wer. Da fällt mir die Liebe nicht schwer. Wir sind heute mal wieder in Hattersheim Szenelokal in der Krone zu Gast. Neben mir sitzt der Peter Wagner, Vorsitzender des Hattersheimer Folk Clubs. Und warum spreche ich den Peter Wagner an? Weil wir über das Projekt Folk Club an sich schon berichtet haben. Aber was damals als kleines, zartes Pflänzlein begonnen hat, hat sich ja richtig mittlerweile, ja, man kann schon sagen, zu einem strammen Gewächs herausgearbeitet. Hier passiert jetzt wirklich jede Woche was und genau das, was ihr eigentlich auch vorgehabt habt. Ja, das ist richtig. Also wie gesagt, das Angebot bzw. die Zusammenarbeit mit lokalen Künstlern oder mittlerweile auch schon überregionalen Künstlern ist also mittlerweile auf eine stattliche Zahl angewachsen, was auch unser Programm, was wir einst mal so 14-tägig gemacht haben, jetzt fast auf eine Woche geschrumpft ist, im Abstand im Turnus von einer Woche nun stattfindet, um die Leute irgendwie einfach unterzubringen. Und das ist also so spannend und so mit so viel Erfolg gekrönt, dass wir es jetzt einfach so ein bisschen verdichten, diese ganze Sache. Und wir haben eine immense Bandbreite. Das geht ja vom Chanson, das geht über den klassischen Liedermacher, es geht hin zu dem, was wir heute Abend noch genießen dürfen, zu Musikcomedy, da kommen wir aber gleich dazu. Und fast jeden Freitag, und das muss man dazu sagen, für freien Eintritt. Das ist auch mal ganz, ganz wichtig. Ja, das ist absolut klar und das Überraschende an der ganzen Sache ist halt eben dass der Zulauf der Künstler eben trotz dieser, sagen wir mal, günstigen Auftrittsmöglichkeiten einfach so reflektiert, dass der Laden also wirklich auch gut frequentiert ist, nicht nur von den Künstlern, sondern auch von den Besuchern mittlerweile. Und hier haben wir den Stefan und den Arne sitzen und das sind zwei Künstler, die ich zumindest mal schon in Teilen gesehen habe. In Teilen heißt zwar in Gänze, aber nur mal ein kleinen Teil vom Programm. Das war damals beim Vorentscheid. Hier für den Liedermacher-Wettbewerb, da wart ihr schon dabei. Ihr beide nennt euch automatische Lustspielgruppe. Wir haben nachher noch die große Lust und das Vergnügen, euch live zu sehen. Aber wir wollen natürlich auch mal ein bisschen wissen, wo kommt ihr her? Was verbirgt sich denn so dahinter? Oder was war denn die Motivation? Wie seid ihr zusammengekommen? Also legt mal los. Wer möchte? Du vielleicht? Wir sind aus Bornheim, Frankfurt, ja, beide, und haben uns beim Zivildienst kennengelernt. Und an sich, ich hatte Gedichte geschrieben und die wollten wir dann vertonen. Mhm. Er als Sprecher natürlich mit seiner Stimme und so weiter. Ja. Dann haben wir irgendwann auch mal ein Lied aus dem Gedicht gemacht und irgendwann haben wir nur noch Lieder gemacht und irgendwann waren die Lieder halt so weit, dass wir gesagt haben, damit kann man eigentlich auftreten. Ja. Und das hat sich jetzt im Laufe von 8 Jahren, glaube ich, hat sich das sozusagen, ist es dahin entwickelt, was ihr heute Abend sehen werdet. Ja. Automatische Lustspielgruppe, wie weit ist das denn automatisiert? Also Keyboard haben wir da gesehen, aber ihr schlüpft da in verschiedenste Rollen rein. Ja, wir sind automatisch, indem wir auf die Wünsche des Publikums auch eingehen, das auch ein bisschen ironisch angehen natürlich, aber automatisiert sind wir an sich bloß, indem wir versuchen, das zu reflektieren, was das Publikum will. Ja. Und durch ein paar Beats, die ich einspiele, ja, die sind automatisch. Also der Drummer in der Dose ist also, das ist der automatisierte Teil. Ja, ja. Und von lasst euch denn da so ein Stückchen weit inspirieren. Ich habe so dieses Vakete Plus, ja, das hat man schon mal irgendwo gehört. Das ist aber nicht das Einzige, ihr macht das wirklich originär oder macht ihr auch Klamauk auf Klassiker? An sich machen wir sehr wenig Cover-Versions, höchstens wenn drei, vier, fünf Stück mal maximal. Das meiste ist selbst geschrieben und bewegt sich in einem absurd ironischen Rahmen, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und, Gesellschaft, Thema, aber nicht politisch, also wir machen kein Kabarett, wir sind eigentlich völlig unpolitisch, bis auf ein Lied, das wir heute Abend mal spielen werden. Ansonsten machen wir einfach die Gesellschaft, also Themen aus der Gesellschaft, viel mit Verlierertum, Versagertum, ironische Diskriminierung auch. Wenn das Publikum in der Lage ist, die Ironie zu erkennen, dann wird es auch viel von dem vertragen, was wir heute Abend spielen werden. Und euch kann man buchen. Ja? Also ihr tretet heute Abend ja nicht nur hier auf, sondern ihr habt ja auch schon einen gewissen Vorlauf. Ja? Macht ihr da jeden Quatsch mit, also von der Betriebsfeier bis hin zur großen Gala? Wenn man darf. Ja. Genau, wir sind ziemlich flexibel. Also wir haben jetzt beispielsweise im Dezember eine Weihnachtsfeier für Höhl, Apfelwein, Kälterei gespielt, da in Karben hinten.
Das war natürlich ein gewisses Wagnis, ja, aber es war, glaube ich, okay. Also man hat keine Beschwerden gehört. Andererseits sind wir auch in irgendwelchen Kellern, in irgendwelchen schrägen Pizzerien im Keller aufgetreten. Und, ja. Also was man alles so mitnimmt, und ich denke mir mal, da reden wir gar nicht mehr so viel drüber, da hören wir uns das Ganze einfach mal an. Viel Spaß dabei mit der automatischen Lustspielgruppe Komet. Dankeschön. Kondensmilch. I hear you shout, come on, dance a little more. Hattersheim, dance, dance, Kondensmilch. Hey, hey, dance, dance, Kondensmilch. Xylophon-Solo des Stefan König. Schule ging, die wir erfolgreich nach der 13. Klasse abschlossen, war unser Klassenkamerad ein besonders unansehnlicher, bebrillter Mensch, der es zwischenzeitlich sehr weit gebracht hat. Günter Kochijewitsch, fast unaussprechlich, Günter Kochijewitsch, über den haben wir uns immer extrem lustig gemacht. Er hat sich zwischenzeitlich hat er sich umbenannt, er heißt jetzt Roland Koch, hieß eben Günter Kochijewitsch. Und als er noch so hieß, haben wir uns in der Klasse über ihn lustig gemacht. Leider. Denn sonst hätten wir jetzt einen Job in Wiesbaden. Günter hat eine Kassenbrille. 1, 2, 3, 4. La 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 la. Günther hat ne Kassenbrille, Kassenbrille, Kassenbrille. Günther hat ne Kassenbrille, wir mögen ihn nicht. Er kann sich ja Freunde suchen, Freunde suchen, Freunde suchen. Er kann sich ja Freunde suchen, unser wird er nicht. Eltern sind arbeitslos, der Schuldenberg ist riesengroß, Schwester geht auf den Strich, wir mögen ihn nicht. Hey! Günther hat ne Kassenbrille, Kassenbrille, Kassenbrille. Günther hat ne Kassenbrille, wir mögen ihn nicht. Er kann sich ja Freunde suchen, Freunde suchen, Freunde suchen. Er kann sich ja Freunde suchen, unser wird er nicht. Er wohnt in Rödelheim, Jeans zu kurz und Schuh zu klein. Samstag trägt der Zeitung aus, wir holen sie wieder raus. Hey, Günther hat ne Kassenbrille. Günther hat ne Kassenbrille, wir mögen ihn nicht. Er kann sich ja Freunde suchen, Freunde suchen. Er kann sich ja Freunde suchen, unser wird er nicht. Das war's, danke. Das größte Tabu unserer Zeit, liebe Freunde hier in Hattersheim, darf ich euch Freunde nennen? Nein. Das größte Tabu unserer Zeit ist nicht die sexuelle Fehlinformation oder das finanzielle Chaos, in das wir mehr oder weniger alle gerissen werden in diesen Tagen. Nein, es ist die Einsamkeit. Wer wirklich einsam ist, der hat ein soziales Not. Das zu schwer ist, als dass er es alleine tragen kann,
Und er muss es alleine tragen, denn er ist einsam. Aber hier ist die automatische Lustspielgruppe Komet, die hilft mit dem Lied Einsamkeit. Stadt, wo das Leben pulsiert, wo des Nächtens im Bett nur das eine passiert. Hübsche Mädels in Kneipen Orgasmen ersehnen, sieht man dich verbittert, das Sakko zerknittert, allein an der Theke stehen. Denn du stinkst nach Einsamkeit, wirst nicht begehrt, bist sexuell völlig unversehrt. Und hast du mal ne Erektion, merkt keiner was davon. Hat du wohnst noch immer zu Hause bei Mutti, hörst Nana Muscuri und guckst Tutti Futti unter deinem Bett klebrige Kleenex-Tücher. Es ist doch ganz klar, alle nehmen die Wahr, den Geruch deiner Einsamkeit. Denn du stinkst nach Einsamkeit, wirst nicht begehrt, bist sexuell völlig unversehrt. Und hast du mal ne Erektion, merkt keiner was davon. Na, du stinkst nach Einsamkeit, wirst nicht begehrt, bist sexuell völlig unversehrt. Und hast du mal ne Erektion, merkt keiner was davon, merkt keiner was davon, merkt keiner was davon. Wie schade, schade, schade. Vielen Dank. Sagte sie, ich schluckte tief. Außerdem verbal brutal, ja fast schon anal. Ich schrie, bist du denn total beknackt? Ja, haben sie dir ins Hirn gekackt? Ich bin doch nicht aggressiv, so ein Scheißdar. Und auch kein Fäkalsprachenmeister. La 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 la. La la la. Sie mal in Therapie, sagt der Anwalt von Marie. Scheidung nächsten Donnerstag und tschüss, guten Tag. Das Lied beschäftigt sich mit der Überalterung unserer Gesellschaft. Man hat ausgerechnet, dass jeder Rentner, der das 67. Lebensjahr überlebt, uns jährlich über 50.000 Euro kostet. Mit Folgekosten wie Verkehrsunfällen, weil Kurzsichtigkeit am Steuer und so weiter und so fort. Wie können wir mit diesem sozialen Problem umgehen? Die automatische Lustspielgruppe hat zwei Lösungsvorschläge, die wir uns heute Abend anhören müssen. Der erste Lösungsvorschlag ist die Verbringung aller Alten in Zentren, wo sie zusammengeschlossen werden, fensterlose Bunker, wo alle Alten zusammengefasst werden, wo sie nun vegetieren müssen an ihren Einkaufsbuggies und warten müssen, bis bei Subway wieder die 50% Coupons im Wurf Zettel eingeworfen werden. Da sitzen sie nun, die Alten, und warten auf ihre Chance, und irgendwann werden sie sich zusammenfassen. Dann werden sie die großen Alleen der Straßen hinuntergehen. Dann werden sie sagen, wir sind nicht alt. Sie werden das junge Volk in ihren Porsche Cayenne, in ihren Geleasten, von den Straßen drängen und sagen, wir sind jung. Wir sind jung und sind nicht alt. Wir sind nicht das alte Reise. Hier kommen wir. Vielleicht diese Theorie beschäftigt das nächste Lied. Mega Rave im Altersheim.
Rave im Altersheim, sperrt die kranken Schwestern ein, Klosterfrau Melis im Geist, bis man in die Binnen scheißt. Laufgestell mit Vollantrieb, tanzt den Twist und habt euch lieb, Zuckerschock durch Moncherie, Voltaren macht weiche Knie. Mega Rave im Altersheim, nur die Besten kommen rein. Mega Rave im Altersheim, nur die Besten kommen rein. Scheiß auf den Kantinenfraß, heute gibt es gutes Gras. Lachgas aus der Druckgasflasche ist die allerneueste Masche. Everybody in the house, zieht euch die Kantine raus. Heute ist Party, keine Frage, später gibt's ne Lymphdrainage. Mega Rave im Altersheim, nur die Besten kommen rein. Mega Rave im Altersheim, nur die Besten kommen rein. Zivis, zieht euch nackig aus, wir holen die Klistiere raus. Der Heimleiter wird aufgehängt und später im Klosett ertränkt. Mega Rave im Altersheim, nur die Besten kommen rein. Mega Rave im Altersheim, nur die Besten kommen rein zu Mega Rave im Altersheim. Was sein, was sein, was sein. Vielen Dank. Soll ich in meinem grünen Kordanzug die gelben Bananen kaufen? Soll ich mich bei den Konserven zur Polen verlaufen? Soll ich die Tiefkühlpizza mir holen? Oder soll ich die Konserven mir einkaufen, Baby? Im Pennymarkt, da bin ich wer. Im Pennymarkt, da bin ich wer. Im Pennymarkt, da bin ich wer. Da fällt mir die Liebe nicht schwer. Soll ich wieder mal mit der Kassiererin flirten? Einen hellblauen Haushaltskittel trägt, oder soll ich mit meiner Jute-Tasche zärtlich der Marktleiterin über die Frisur fahren, Baby? So viele Möglichkeiten hier im Paradies. Im Pennymarkt, da bin ich wer. Im Pennymarkt, da bin ich wer. Oh, im Pennymarkt, da bin ich wer. Denn da fällt mir die Liebe nicht schwer. Sing it out. Im Pennymarkt, da bin ich wer. Im Pennymarkt, da bin ich wer. Noch einmal. Im Pennymarkt, da bin ich wer. Denn da fällt mir die Liebe nicht schwer. Pennymarkt. Vielen Dank. Pennymarkt. Dann lache ich einfach so über mein abgebrochenes Studium und meine Laufbahn in der Marktforschung. Abends auf ein Bier und ins Kino gehen, am nächsten Tag pennen bis 9:45 Uhr.
ab und an nen Porno sehen oder zu den Freunden gehen. Ich bin einigermaßen okay, wie die hessische SPD. Wie ein gepflegter Golf 2, den ignoriert die Polizei, obwohl die ASU abgelaufen ist. Denn der ist so unscheinbar, leicht beigefarben im matten Licht. Grad so wie ich. Obwohl meine Wohnung nicht meine ist, lassen Sie mir doch die Pressspanmöbel zum Träumen. Obwohl ich vergessen habe, wie man vermisst, hätte ich gern mehr Liebe in mir zum Versäumen. Denn ich bin einigermaßen okay, wie die hessische SPD. Wie ein gepflegter Golf 2, den ignoriert die Polizei, obwohl die ASU abgelaufen ist. Denn der ist so unscheinbar, leicht beschaben im Mattenlicht. Ich bin einigermaßen okay, wie die bayerische SPD. Wie ein gepflegter Golf 2, den ignoriert die Polizei, obwohl die ASU abgelaufen ist. Denn der ist so unscheinbar, leicht beige haben im harten Licht, grad so wie ich. Vielen Dank! Dankeschön, Muttertag mit seiner Dankeschön. Adolf. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Busfahrer trägt dunkle Augenringe, ich Angst erfüllt nach Luft. Entweicht aus dem vorderen linken Reifen, Urinstinkte der Flucht. Noch sehr laut den Serbo-Kroatisch und Sesse fliegen umher. Denn gleich brüllen Passagiere um Hilfe, vermutlich scheppert's gleich sehr. Doppelstöckigen Reisebus der Unendlichkeit. Klammern sich Rentner in Kunstwasserpolster und sind zum Sterben bereit. Von der Fahrbahn abgekommen, der Busfahrer ist vom Schlaf benommen, der Bus landet auf dem Dach, nicht mehr doppelstöckig, eher flach. Von der Fahrbahn abgekommen, der Busfahrer ist vom Schlaf benommen, der Bus landet auf dem Dach. Ich bin doppelstöckig hier flach. Ich bin doppelstöckig hier flach. Ich bin doppelstöckig.